Feuerwehr und Rettungsdienst. Wo genau ist der Notfallort? Hallo, guten Tag. In der Siegerstraße 5 in einem Bürogebäude in Köln. Ja, was ist denn da passiert? Wir sind hier in einem Aufzug stecken geblieben. Ja, wie viele Personen sind in deinem Aufzug drin? Wir sind 3 Personen. Geht es Ihnen denn gut? Mir geht es gut, aber meine Kollegin, die hat irgendwie hier eine leichte Panikattacke und dann ist noch mein Mann im Aufzug und die läuft hier rum. Ich glaube, die kriegt gleich echt hier eine Panikattacke. Ja, können Sie mir die einmal geben? Hallo? Ich möchte raus. Ja, ich habe bereits die Rettungskräfte alarmiert. Aber ich will hier einfach raus. Ja, beruhigen Sie sich, atmen Sie ruhig, ja? Bitte schneller. Das verstehe ich, das ist kein Problem. Die Kollegen sind bereits unterwegs zu Ihnen. Kann ich das Telefon? Hallo, gibst du mir bitte das Telefon wieder? Nein! Hallo, gib mir doch ein... Au! Hallo? Das Handy ist am Boden. Hallo, hören Sie mich noch? Hallo? Geht keiner mehr dran. Jetzt. Notfall. Die Rettungsspezialisten. Hallo? Das geht nicht! Mann, was hast du gemacht? Kannst du mal von der Siegesstraße 5 den Hausmeister anrufen, weil der Aufzug hängt da fest? Bin schon dabei, geht keiner ran. Okay, ich versuche noch mal weiter anzurufen. Die Rettungsspezialisten unter der Leitung von Björn Eckhoff befürchten, dass die unter Platzangst leidende Kollegin von Melderin Jana eine Gefahr für die übrigen Menschen im Fahrstuhl werden könnte. Doch die panische 26-Jährige bleibt nicht das einzige Risiko. Wir sind gerufen worden wegen feststeckenden Fahrstuhl. Hier bei uns? Ja, richtig, genau. Oh, da habe ich noch gar nichts von gehört, aber ich habe auch gerade erst übernommen. Also meine Kollegin hat mir nichts gesagt. Also Sie wissen gar nichts davon? Ich weiß da nichts von. Ja, dann schaue ich mal eben ganz kurz. Ja. Gut. Ja, das ist natürlich schön suspekt. Okay. Wunderbar. Aber guck mal da, da ist ein Kreuz. Oh. Das heißt, der steckt fest, wahrscheinlich. Sie warten hier schon länger? Ja. Wir warten schon seit 5 Minuten, aber irgendwie passiert hier nichts. Können ja gerne rübergehen, da ist ja noch einer. Nee, ja. Ganz bestimmt nicht. Der Aufzug stinkt. Da gehe ich sicherlich rein. Was jetzt der Aufzug? Wie verstehe ich jetzt nicht? Der Aufzug? Stinkt jetzt der Aufzug also, oder der andere? Nee, der andere stinkt. Da gehe ich nicht rein. Gut, also mit sehr großer Wahrscheinlichkeit steckt der Fahrstuhl fest. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Sie nicht freiwillig jetzt damit fahren möchten. Deswegen würde ich Sie jetzt bitten, mit dem anderen Fahrstuhl zu fahren. Sollen wir das machen? Damit fahre ich ganz dann ist, Sie haben ja gesunde ja. Beine. Treppen gibt es auch. Okay. Kann man ja alternativ auch benutzen. Oder hallo? Die Nase zu halten und ab in den anderen Fahrstuhl. Hallo, die Feuerwehr! Ja. So, Sie tun mir bitte den Gefallen, nicht böse sein. Einmal bitte aus dem Weg, ja? Ja? Da kann ich jetzt wirklich keine Rücksicht drauf nehmen. Hallo? Habt ihr den richtigen Aufzug gefunden? Also ich gehe jetzt davon aus, dass wir den richtigen Aufzug haben. Wir haben 2 Stück, nicht 50-50 Chance im Moment. Aber ich muss jetzt erstmal ganz kurz Kontakt aufnehmen. Hallo? So, ich habe jetzt die Sicherheitsfirma, die den Aufzug wartet. Hallo? Hallo, hier ist die Feuerwehrleitstelle. Bin ich da richtig bei der Sicherheitsfirma für Aufzüge für die Siegesstraße 5 in Köln? Ist das richtig? Sind Sie dafür zuständig? Jo. Dort ist ein Aufzug hängen geblieben und dort sind Personen drin. Okay, ich kann mal eben rüberschalten. Schau mal. Ja, haben Sie da eine Überwachungskamera in dem Aufzug? Ja, ich sehe ja auch gerade. Wie viele Personen sehen Sie denn dort im Aufzug? Ich sehe da gerade 2. 2 Personen, sind Sie sich sicher? Ja, soweit ich sehen kann. Ja, haben Sie denn die Möglichkeit, mir das Monitorbild auf meinen Rechner zu spiegeln? Dann kann ich die Bilder mir auch ansehen. Okay, ich probiere es mal. Natürlich nutzen wir in einer modernen Leitstelle auch moderne Technik und können uns auch in solchen Dingen wie eine Aufzugkamera aufschalten und haben somit auch die Möglichkeit, schnelle Hilfe zielgerichtet auszuführen. Bernd Lehmann kontaktiert umgehend die Kollegen vor Ort, die unterdessen versuchen, den Fahrstuhl wieder in Gang zu bekommen. Dass es plötzlich auch um eine vermisste Person geht, soll das gesamte Einsatzteam um Björn Eckhoff bald besonders herausfordern. Kriegst nicht auf, ne? Nee, aber ist nicht schlimm. Auf der anderen Seite ist auch noch mal eine Tür. Wir haben gesehen, wo wir vom Strom noch schalten können. Ach, da ist auch eine Tür. Okay, alles klar. Einsatzleitung hört. Ja, zur Info für euch, wir haben jetzt Zugriff auf die Fahrstuhlbilder bekommen. Wir sehen da jetzt aber keine 3 Personen im Aufzug, sondern nur 2. Okay, also wir haben jetzt noch keine Info, wie viel drin sind. Wir machen gerade die Tür auf. Gib mir noch einen Moment. Wir wissen jetzt nicht, wo die dritte Person abgeblieben ist. Alles in Ordnung bei Ihnen? Nein, es ist nicht in Ordnung. Mein Mann, der hat Schmerzen in der Brust, der liegt hier. Ah, okay. Können Sie uns helfen? Ist er denn ansprechbar?
Ja, aber nicht mehr so gut. Okay, wir bemühen uns so schnell wie möglich zu sein. Ja, bitte helfen Sie mir. Wie viele sind da bei Ihnen drin im Aufzug? Ja, wir sind eigentlich zu dritt gewesen, aber meine Kollegin, die hat voll die Panik bekommen, die ist hoch, die ist in diesen Aufzugsschacht hoch. Was? Ja. In den Aufzugsschacht? In den Aufzugsschacht hoch. Der ist langsam nicht mehr ansprechbar, Sie müssen wirklich mal sich beeilen. Das Schlimmste für uns Rettungskräfte ist, wenn wir einen Patienten sehen, helfen wollen, aber nicht helfen können. Hören Sie zu, wir sind wirklich hier. Wir wissen genau, was wir tun, keine Sorge, ja. Vertrauen Sie uns bitte und wir werden jetzt alles in Bewegung setzen, dass wir Sie ganz schnell da rausholen, okay? Das ist ganz gut. Ja. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch, sag das doch nicht. Du kannst mir das auch sagen, wenn wir wieder rauskommen, okay? Wir wissen genau, was zu tun ist. Wir könnten ihm helfen, aber wir kommen nicht an ihm ran. Und das ist für uns eine wirklich unangenehme Situation. Na, haben Sie beim ersten Hilfekurs aufgepasst? Ja, schon ein bisschen länger her, aber ja. Ja, dann müssen Sie mal die Atmung kontrollieren. Überstrecken Sie mal den Kopf einmal am Stirn und an der Kinn nehmen. Versuchen nach oben zu ziehen. Gehen mal mit dem Ohr drüber und schauen, ob er noch atmet. Es kann jetzt passieren, dass da ganz viel Erbrochenes rausläuft. Okay. Das ist nicht schlimm. Okay. Ja? Aber bitte beeilen Sie sich. Okay. Wir müssen da schnell irgendwie die rein. Feuerwehr gibt ihr Bestes, aber wir kommen leider aktuell weiter nicht zu Ihnen. Ja, aber die Frau ist da oben. Sie müssen die Frau runterholen. Da kümmern wir uns parallel drum. Sie bleiben ruhig, Sie kümmern sich um Ihren Mann weiter. Ja, die haben mir auch eine reingehauen. Ich habe auch ein bisschen Schmerzen, bitte. Tun Sie mir bitte mal einen Gefallen, Sie können uns wirklich helfen. Können Sie mal versuchen, Kontakt mit der Frau oben aufzunehmen? Ja. Versuchen Sie das mal. Machen Sie das bitte mal. Ja? Hallo? Kannst du bitte runterkommen? Ja, neue Lage, und zwar zwei Personen im Fahrstuhl jetzt hier vorgefunden, einmal aber auch kritisch. Eine Person und jetzt die Information bekommen, dass eine Person durch das Dach nach in den Fahrstuhlschacht wohl gekrabbelt ist. Höhenrettung auf jeden Fall. Die Höhenretter wurden direkt mitalarmiert. Kommen. Bei jeder Feuerwehr gibt es verschiedene Einsatztrupps, wo halt Kollegen sich sonderausbilden und sich eben halt bereit erklären, eine Sonderausbildung zu machen, wie zum Beispiel die Höhenretter. Und das ist natürlich absolut Gold wert, dass hier Kollegen ausgebildet sind, um in Situationen, man sagt ja immer Höhenrettung, aber es gibt ja auch nicht nur Höhenrettung, dass man was zum Beispiel jemanden vom Kran holt, der sich vielleicht umbringen möchte oder was auch immer. Ein Bereich, der absolut wichtig ist und gut, dass er da ist. Ich liebe dich sehr, egal was kommt, für immer. Aber ich liebe dich auch, das ist alles okay. Also, können Sie bitte helfen? Kann er mit uns sprechen? Hören Sie uns? Willst du was sagen? Ja. Die sind gut. Ja, Sie hören uns. Da unten. Sie haben gesagt, Sie haben Druckgefühl auf der Brust. Ja. Tut das irgendwie noch weh? Ja, die ganze Zeit. Okay, bleiben Sie ganz ruhig. Bleiben Sie ganz ruhig. Wir gehen davon eventuell aus, dass Sie könnten einen Herzinfarkt haben. Oh Gott! Warum kommt die denn nicht rum? Das Wichtigste ist jetzt, dass Sie da absolute Ruhe bewahren. Es ist wahrscheinlich ein Blutgefäß bei Ihnen. Bleiben Sie mal ganz entspannt. Hören Sie uns mal zu. Ihnen geht's ja noch gut. Bewegen Sie uns heutzutage hier raus. Die Feuerwehr gibt gerade ihr Bestes. Wenn wir die Vermutung auf einen Herzinfarkt haben, das heißt, das Herz ist in Gefahr, es droht uns jederzeit abzusterben oder ist gerade im Prozess abzusterben, dann müssen wir sehr, sehr, sehr schnell handeln. Da haben wir nicht mal groß Zeit für Ihren Zugang. Dann müssen wir gucken, dass wir möglichst schnell Mittel in den Patienten reinbekommen, in dem Fall Blutverdünner. Das geht auch oral mit Tabletten. Und da ist es wichtig, dass wir versuchen, das Herz zu entlasten und die Symptome hoffentlich zurückzuführen. Ich reiche Ihnen jetzt eine Tablette. Das Ganze ist ein Blutverdünner. Bitte einmal einnehmen und wir hoffen, dass sich die Beschwerden dadurch dann verbessern. Aber bitte entsprechend auf keinen Fall verschlimmern. Ich gebe Ihnen die gerade. Ihrem Mann geben, ganz wichtig, nicht selber. Nicht für Sie, für Ihren Mann. Ja, vorsichtig, vorsichtig. Sollte Janas Mann Stefan tatsächlich einen Herzinfarkt erlitten haben, kommt es jetzt auf jede Sekunde an. Solange sich Kollegin Sandra aber im Fahrstuhlschacht befindet, könnte jede Bewegung der Kabine für sie zur tödlichen Falle werden. Einsatzleiter Björn Eckhoff weist die gerade eingetroffenen Höhenretter ein, um die 26-jährige panische Frau aus dem Schacht zu befreien. Bitte nochmal was? Hier könnten wir mit dran. Hier könnten wir mit dran, ja genau. Warte mal. Müssen dann aber noch Material holen, weil öffnen können wir jetzt nicht. Nee, alles da, überhaupt kein Thema. Pass auf, dann bleiben wir beide hier oben. Ja. Ja. Und ihr macht euer Ding. Ich übergebe jetzt an euch. Das ist eure Baustelle, aber hier ist der Zugang und ihr organisiert alles. Aber wie gesagt, gehst du statt. Tut mir bitte einen Gefallen und
Gas. Sicherungsmaterial. Wo ist mein Kollege eigentlich? Können zum Herr Gruppenführer. Ja, verstanden. Wir bauen uns jetzt erstmal eine Sicherung, damit wir dann den Fahrstuhlschacht öffnen können. Weil da geht es relativ tief runter. Das heißt, wir müssen uns selber sichern für den Fall der Fälle. Nur gesichert an einer offenen Türe bei der Höhe, um dann erstmal zu gucken, wie sieht's aus, wo haben wir Anschlagpunkte, dass wir dann sagen können, okay, wir können da oder da oder da mit dran gehen. Könnt ihr mir mal kurz einen Stand geben, was da Sache ist bei euch unten, wie ist die aktuelle Lage? Es ist gerade einigermaßen okay, wir haben sie ein bisschen beruhigt bekommen. Der Patient ist soweit noch ansprechbar, haben jetzt eine Oberkörperhochlagerung, um das Herz zu entlasten, aber bisher hat sich erstmal nichts groß geändert. Können Sie diese Frau da runterholen? Haben Sie Kontakt zu ihr? Okay, alles in Ordnung. Wir sind gleich bei Ihnen, ja? Ja, ganz ruhig stehen bleiben. Ganz ruhig. Alles gut. Da die Höhenretter nicht wissen, welches technische Problem zum Stillstand des Fahrstuhls geführt hat, ist jetzt größte Vorsicht angesagt. Während die Spezialisten die Rettung der 26-Jährigen aus dem Schacht vorbereiten, verschlechtert sich der Gesundheitszustand von Janas Mann massiv. Wie geht's ihm aktuell? Er hat sein Bewusstsein verloren. Helfen Sie, dann gehen bitte. Sie bitte noch einmal an den Kopf, noch einmal den Kopf überstrecken. Also einmal an den Kinn und an die Stirn. Dann den Kopf einmal überstrecken, nach oben, genau. Und jetzt gehen Sie mit dem Ohr über den Mund und schauen auf den Bauch, sehen, hören und fühlen und gucken Sie mal, ob er atmet. Stellen Sie dann eine Atmung fest. 10 Sekunden, lassen Sie sich ruhig Zeit, prüfen Sie das ganz genau. Man muss immer einen kühlen Kopf bewahren, egal in welcher Situation man gerade ist. Dennoch muss man den anderen Einsatzkräften und den Kollegen mitteilen, wie die Situation gerade ist. Und wenn die sich natürlich gerade zuspitzt, wenn diese gerade natürlich ernster wird, dann muss man das auch mitteilen und den Kollegen bewusst machen, dass die eventuell, wenn es natürlich möglich ist, vielleicht ein bisschen schneller machen. Und das ist meistens nicht negativ gemeint, sondern eigentlich eher nur ein Anstoß, ein Denkanstoß zu sagen, ey Leute, unten ist ein Notfallpatient, da muss wirklich dringend und schnell gehandelt werden. Hilfe! Ist noch jemand da? Ja, ja, wir sind da. Wir sind da. Ist alles gut. Einsatzleitung, hört. Ja, ich sage mal ein bisschen kritisch. Der Patient ist noch nicht mehr wirklich ansprechbar. Okay, habt ihr mitbekommen? Ja. Bei aller Sicherheit, wir müssen uns beeilen. Unten Rettungsteam sagt, der Zustand ist kritisch, wir müssen Gas geben. Bitte! Bitte beeilen Sie sich! Ja, das ist halt das Allerwichtigste. Wir müssen schnell, aber, und das ist das Entscheidende, sicher und vor allen Dingen auch für die eigenen Leute sicher arbeiten, dass uns nichts passiert und dass wir alle insgesamt natürlich zum glücklichen Ende kommen und zu einem guten Ziel kommen. Jetzt kann ich mich mal richtig halten. Janas Kollegin Sandra ist in blinder Angst in den Fahrstuhlschacht geklettert und kommt jetzt weder vor noch zurück. Für die Feuerwehrleute birgt besonders der emotionale Ausnahmezustand der 26-Jährigen ein großes Risiko, das die Rettung erschweren könnte. Zur gleichen Zeit spitzt sich die Situation eine Etage weiter unten im Fahrstuhl extrem zu. Oh Gott, ich glaube, er atmet nicht mehr. Er atmet nicht. Ich glaube, er atmet nicht mehr. Okay. So, also Moment, folgendermaßen, alles gut. Einmal den Oberkörper entkleiden, Hemd, T-Shirt, was da ist, einfach aufmachen oder einfach hochziehen, damit der Oberkörper komplett frei ist. Okay. Ganz frei machen den Oberkörper. Okay. Alles ja, aus, ja, okay. Ja. Dann legen Sie die Hände übereinander. Okay, warten Sie mal mehr. So. Ja. Genau, beide Hände übereinander legen. Übereinander legen die Hände, genau, schauen Sie, übereinander. Ja. Die Arme ausstrecken und 90 Grad Winkel über ihm. Also Arme nach unten, 90 Grad Winkel über ihm, direkt neben ihm auf Höhe der Brustwarzen. Jetzt drücken, im Takt so 30 zu 200 bis 120 Mal die Minute. Genau. 5 bis 6 Zentimeter tief, zack. Mach genau, zack, ein bisschen schneller. Zack, zack, strecken Sie die Arme ruhig komplett aus. Für uns Rettungskräfte ist nicht jeder Einsatz wie aus dem Lehrbuch. Wir müssen manchmal Herausforderungen meistern, die wir so uns niemals hätten in unseren Träumen erahnen können. Aber wir stehen da, müssen dem Patienten helfen, haben die Verpflichtung, dem Patienten zu helfen und müssen in dem Fall immer großes Improvisationstalent beweisen. Okay, es geht jetzt los, junge Frau, ne? So, die Einsatzleitung für alle eingesetzten Kräfte. Person ist jetzt im Schacht, der Kollege, und wir fangen jetzt an, uns zu der Person vorzuarbeiten. Noch 2 Meter. Stopp! Gut, wir geben ihn jetzt so Aufkleber rein.
Und das, da ist aufgezeichnet, wie das Ganze zu kleben ist. Okay. Gucken Sie mal. Einer, gucken Sie mich soll erstmal ich, ganz... Soll ich aufräumen, dann? Nein, 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 die ganze Zeit weitermachen. Ja? Eins kommt rechts oben hin, sehen Sie das? Ja. Und eins an die hier unten, hier und hier hin. Sehen Sie? Sehen Sie mich? Ja. Hier ja. und hier kommt das ja. hin. Genau. Eins an die Brust, eins währenddessen rechts können Sie kurz aufhören. Das probieren habe ich jetzt auch noch nie gemacht, aber ist die einzige Möglichkeit, weil wenn er einen Kammerflimmern hat, müssen wir von hier aus im Shop. Okay. Das geht gut. Okay. So, okay? Ja. Haben Sie die Pedals soweit angeschlossen? Ja. Oh, Thomas, wir haben Kammerflimmern. Passen Sie auf, Ihr Mann hat eine lebensbedrohliche Herzrhythmusstörung. Wir müssen jetzt, bleiben Sie bitte ganz ruhig bleiben. Wir haben das von hier aus unter Kontrolle. Es ist eine absolute Extremsituation. Wir müssen jetzt Strom durch den Körper Ihres Mannes leiten. Ganz wichtig ist, Sie dürfen ihn nicht berühren. Wenn er zusammengezuckt ist, dann dürfen Sie ihn wieder berühren. Ich lade hoch, gell? Ja. Achtung, ich lade den Defibrillator hoch. Gehen Sie weg, den genau. nicht... Weg von ihm, nicht berühren, nicht anfassen. Ganz an die Seite, Vorsicht! Niemand darf den Patienten berühren, wenn wir einen Stromschlag abgeben, einen Stromschock abgeben, denn es kann sein, dass die Person, die ihn gerade berührt hat, dann gleich ein Notfall wird und eben man auch reanimiert werden muss. Alle weg vom Patienten, Achtung, Schock! Schock abgegeben, alles klar, jetzt wieder an ihn rauf. Wieder weitermachen. Und weiterdrücken. Wieder auf Höhe der Brustwarzen. Genau, Arme ausstrecken, 100 bis 120 Mal pro Minute. 30 Mal drücken und danach zweimal wieder beatmen. Zweimal Mund zu Mund beatmen. Ja. Okay. Gut, wir können jetzt weder Medikamente hochgeben, noch einen Beatmungsbeutel. Nee. Das bringt uns gar nichts. Passt ja auch alles. Wir müssen durch. Schauen, dass wir... Okay. Wir müssen das von hier aus... Lange hätte das wohl nicht durch. Ich hoffe, die Feuerwehr, die gibt Gas. Willst du dir noch mal anfangen? Anders leider ist jetzt ja. echt kritisch. Denken Sie noch an die Beatmung, genau. Vollkommen richtig, sehr gut. Ja. Sich langsam in das System einlassen, ganz langsam und vorsichtig loslassen. Hängen im System, können jetzt langsam hoch. Anderthalb Meter. Ja, junge Frau, dann mal wieder zurück. Herzlich willkommen hier, ne? Bitte sicher. Einsatzleitung von RTW kommen. Einsatzleitung, ja. Der Patient ist hier akut kritisch, gerade in der Lebensgefahr, hat hier Herzrhythmusstörung, Kammerflimmern. Er muss reanimiert werden aktuell von der Angehörigen im Fahrstuhl. Wir müssten dringend an ihn rankommen. Wir haben jetzt die Person hier oben raus. Ihr habt sofort Priorität. Gebt mir noch 30 Sekunden. Wir müssen noch mal schocken. Okay, okay, okay. Nicht anfassen. Alle weg vom Patienten. Vorsicht. Schock. Nach der Rettung der 26-Jährigen räumen die Höhenretter so schnell wie möglich den Schacht, damit der Kollege über den Hauptschalter den Fahrstuhl manuell in die Position bringen kann, in der die Sanitäter endlich Zugriff auf den Bewusstlosen haben. Hören Sie uns? Ja. Sehr gut. Genau, einmal loslassen, einmal aufhören zu drücken. Und wir ziehen ihn jetzt einmal hier raus und machen genau. sofort weiter. So, das haben Sie aber sehr schon sehr, sehr gemacht. Gut gemacht. Wirklich sehr gut. Ihnen geht es soweit gut? Es tut nur so ein bisschen weh, ist okay. Okay, wir kümmern uns erstmal um Ihren Mann. Achso, zieht ein. Okay. Vorsicht! Okay, sehr gut. Okay, ich lade einmal hoch, Thomas. Ja. Okay, es geht wieder. Kurze Blickanalyse, einmal kurz weg. Immer noch Kammerflimmern, alles klar, wir müssen schocken. Alle weg vom Patienten, Vorsicht! Schock! Schock abgegeben, alles klar. Weiter drücken. Okay. Okay. Zweiter noch Kammerflimmern. Okay. Wenn 30 Mal gedrückt, beatmen wir zweimal, ja? 10. Ja. Unser absolutes Worst-Case-Szenario ist natürlich, wenn ein Patient kollabiert, er stark erkrankt, verletzt ist, vielleicht sogar kurz vorm Versterben ist und Angehörige da ganz mit zugucken müssen. Das sollte natürlich normalerweise unter allen Umständen vermieden werden, aber manchmal lässt es sich nicht vermeiden. Pulsflow hast du gesagt? Stefan! Okay. Stefan! Pulsflow, Sauerstoff. Wir haben Puls wieder für Sie zur Information, ja? Also wir haben den ersten Schritt geschafft, okay? Ja? Also beruhigen, erstmal versuchen zu beruhigen, okay? Ist noch nicht sicher, aber wir haben auf jeden Fall den ersten Schritt. Er lebt noch in, er steht noch in Lebensgefahr, aber Sie haben wirklich sehr gute Vorarbeit geleistet, sonst wären wir jetzt hier nicht so weit gekommen. Perfekt. Vielen lieben Dank da schon mal für die Vorarbeit. Haben Sie wirklich sehr, sehr gut gemacht. Weiter.
Genau. Wir haben jetzt einen aktuellen Sinusrhythmus. Ja, okay. Er hat immer noch eine schlechte GCS, ein D-Problem. Ja, ja, ja. Notarzt kommt. Ja. Jetzt ist er in dem Moment stabil. Okay. Und jetzt können wir entsprechend auf Notarzt warten und dann ab ins Krankenhaus. Genau. Alles und es wäre gut, wenn ihr noch hier bleibt. Ja, wir bleiben hier. Für den Abtransport, weil den Fahrstuhl werden wir sicher nicht mehr verwenden. Ey, wir lassen euch nicht im Stich. Wir sind auf eurer Seite. Alles gut. Keine Sorge. Dann müssen wir gucken, dass wir ihn transportiert bekommen. Warten aufs NEF. Ja. Sehr gut. Können Sie mal, kommen Sie mal her. Können Sie mir einen Gefallen tun? Kommen Sie mal hier an die Seite. Ja, können Sie das festhalten so? Ja. Ja, ganz festhalten, okay. Dann sind Sie auch ein bisschen bei ihm, ja, alles klar. Sprechen Sie ruhig mit ihm. Schatz, ja. Er hätte sterben können. Ja gut, also jetzt ganz kurz. Ich meine, es bringt uns jetzt nichts, wenn wir jetzt hier streiten oder so. Sie haben Angst gehabt, ich kann es verstehen, ja. Ich kann Ihre Reaktion verstehen. Okay, wir haben jetzt echt eine super schlechte Situation hier gerade, ja. Ja. Ich würde sagen, wir gehen runter, ne? Okay, gut. Ja, weiß ich nicht, habt ihr noch irgendwas oder... Oben ist alles klar. Wie geht es Ihnen soweit? Alles in Ordnung? Ja? Ja, wir kämpfen natürlich um das Leben des jungen Mannes immer noch weiterhin. Er hat hier hervorragende Vorarbeit geleistet, aber wir sind noch weit außerhalb normalen Zustand hier. Ja? Wir sind jetzt schon mal froh, dass wir soweit sind. Ruhe reinkriegen, alle beruhigen und jetzt warten wir auf den Notarzt und dann geht es sofort weiter. Ja? Und, genau. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch Monitoring, machen noch weiter Zugangsgeschichten. Wir sind hier, ne? Wir sind da. Ja, alles gut, alles gut. Einfach schaut mal am Eingang, vielleicht kommen die. Als Einsatzleiter habe ich natürlich die Aufgabe, ich sag mal, alle Bereiche abzudecken und natürlich um die Patienten zu kümmern, um die Menschen in Not zu kümmern, um meine eigenen Kollegen natürlich zu kümmern. Das heißt, das Gesamtbild zu überschauen und dafür Sorge zu tragen, dass alle gesund und heile nach Hause kommen. Und ja, das ist natürlich in der einen oder anderen Situation manchmal ganz schön stressig, aber zum Glück werden wir dafür ausgebildet. Natürlich hat man auch viel Erfahrung und so schafft man es natürlich dann, alles zusammenzuhalten und zu einem glücklichen Ende zu kommen. Stefan hat den kurzzeitigen Herzstillstand und das Kammerflimmern dank seiner Frau Jana und der Rettungsspezialisten überlebt. Er befindet sich mittlerweile in einer Reha-Klinik und wird glücklicherweise keine bleibenden Schäden zurückbehalten. Kollegin Sandra hat eine Therapie begonnen, um ihre Platzangst in den Griff zu bekommen.